Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Spark Defense. Das ist ein Spiel von Lifeforcegames und die waren so nett, dieses Video zu sponsern. Deswegen werdet ihr da oben links jetzt ein Werbungsplakat sehen, also beziehungsweise eine Schrift. Und ja, viel Spaß mit dem Spiel. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es findet. Danke an Lifeforcegames, dass ihr dieses Video sponsert. So, genau. Spark Defense. Ein Spiel, das noch in der Alpha ist, deswegen sieht das alles noch ein bisschen waff aus. Es wurde mir verkauft als ein MOBA meets Tower Defense Spiel. Heißt, man hat Champions mit Fähigkeiten. Davon gibt es inzwischen, glaube ich, 4 Stück. Frosty, ja, dann hat man Turn Up, Mycelle und Bergsworth. Wir nehmen einfach mal Frosty, weil die mich an Ash aus League of Legends erinnert. Let's go. Habe ich jetzt Turn Up ausgewählt? Das wäre doof. Ich glaube, ich habe Turn Up ausgewählt. Gut, dann sind wir halt Turn Up, ist auch in Ordnung. Ich muss euch sowieso 3 Champions zeigen, das passt schon. Das Einzige, was das mit MOBA zu tun hat, ist tatsächlich, dass man hier seinen Champion hat und der seine 4 Fähigkeiten hat, die seht ihr hier unten, also der normale Angriff mit linker Maustaste, dann so einen komischen Garen Rundrumschlag mit rechter Maustaste, dann hat er noch eine, wo er rumspringen kann zu dem Gegnern, so ein bisschen wie K6. Ich werde jetzt hier alles mit League of Legends Begriffen vollballern, damit ihr gar nichts mehr rafft. Und dann gibt es noch so einen Boost, wo man sich selber stark machen kann. So, und jetzt habe ich das Problem. Ich habe so viel gelabert, dass jetzt schon die erste Welle gleich kommt, weil das ist natürlich ein Tower-Defense-Spiel. Und ja, das heißt, da kommen gleich Gegner angewetzt. Ich packe erstmal alles voll mit diesen komischen Spike-Traps, weil die sind ganz cool. Dann können wir hier noch ein paar von den Poison-Aura-Ding. Der macht eine Poison-Aura. Also wenn die Leute da durchgehen, dann sind sie halt gepoisoned. Die sind dann, ja, gepoisoned. Was heißt denn Poison auf fucking Deutsch? I don't know. Vergiftet sind die dann, genau. Und jetzt kommen hier so Gegnerwellen. Es ist unglaublich schwer, alleine hier irgendwas zu reißen. Man kriegt vor allem jedes Mal immer nur Geld zurück. Und die machen hier auch schon immer alles kaputt, die Blödis. Man kriegt immer nur Geld zurück, wenn man eine Welle besiegt hat. Später kommen auch noch größere Gegner, die haben jetzt hier alle nur 1 Stern. Ich kann auch meine Tower hier natürlich alle verbessern. Oh Gott, das ist so anstrengend. Oder auch heilen, wenn ich will. Oh, eine Flame Hour, die ist natürlich cool. Aber allein ist das wirklich ein richtig schweres Spiel, deswegen ist das auch eigentlich ein Multiplayer-Spiel. Aber wie gesagt, in diesem Quickplay spielt das keiner und aus dem Discord wollte das auch keiner mit mir spielen. Heißt, ich muss hier alleine raffen, was abgeht und hoffentlich so lange überleben, wie geht. Zack, ich kann eigentlich mal meine Ulti einsetzen. Die setzt man mit der 4 ein und dann, komm, mach deine Ulti. Bam, dann hau ich nämlich alles One-Shot weg. Hier, pass auf, bam, bam, bam. Ziel ist es, dieses Teil in der Mitte zu beschützen, wenn ihr das noch nicht gerafft habt. Das greifen die nämlich hier die ganze Zeit an und Speedboost, auch nicht schlecht. Und die Leben davon seht ihr über mein Leben. Das Spiel ist vorbei, sollte entweder dieser Harvester in der Mitte kaputt gehen oder aber ich kaputt gehen. Also man muss auch darauf achten, dass sein eigener Champion nicht stirbt. Beziehungsweise wenn alle Champions sterben, hat man erst verloren. Aber da ich halt alleine spiele, oh, Lifesteal nehme ich, ist das natürlich dasselbe, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Und ihr seht schon, hier sind jetzt so viele Gegner und die greifen einfach alle mein Harvester-Teil an. Das kann ich gar nicht alleine verteidigen. Nicht mal mit meinem ganzen Turm hier. Es gibt natürlich einen... Oh, warte, kann ich die alle davon weglocken, indem die auf mich gehen? Ja, aber mein Harvester ist jetzt schon kaputt. Kannst du vollkommen vergessen. Mega schwierig. Mega schwierig. Ich sag's euch. Es geht einfach nicht. Ja, aber so viel dazu. Ich schaff nicht mehr die erste Welle alleine. Das ist halt irgendwie komisch. Man kriegt am Ende immer noch so Spark-Kites hier, je nachdem, wie weit man gekommen ist. Die braucht man, um sein Loadout anzupassen. Hier zum Beispiel für Turn-Up. Ich kann mir jetzt hier so eine Rune reinpacken. Und wenn ich dann was craften will, dafür bräuchte ich dann halt so einen Uncommon Orb. Die kriegt man leider nur, wenn man gewinnt. Und mit diesen Runen, ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich glaube, die bringen einfach, dass man stärker ist oder was. Ja, so viel dazu. Kann ich auf jeden Fall noch nicht ändern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man später auch noch die Türme und sowas ändern kann oder zumindest verbessern kann. Hier mit Level 5 kriegen die zum Beispiel weniger Damage. Umso einfacher wird es wahrscheinlich auch. Von dem her ist das vielleicht normal, dass man am Anfang immer verliert. Beziehungsweise kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das zumindest mit 2 Leuten spielt oder so. Wir können ja mal in Quickplay reingehen und gucken, ob da jemand kommt, aber ich vermute mal nicht. Ja, also da kommt halt gar keiner. Ich glaube, das ist auch egal, wie lange man spielt. Das ist halt auch noch eine Alpha. Und ich glaube sogar, die Alpha können nur Creators spielen. Heißt, die Demo, die man gerade bei Steam runterladen kann, da geht das auch nicht mit. Also, dass die mit mir spielen könnten, weil das hier ein anderes Spiel ist. Beziehungsweise eine andere Version. So, wir probieren jetzt mal den Bergsworth aus. Der sieht doch stark aus. Das ist, glaube ich, ein Tank oder so. Dann kann ich die Leute einfach alle auf mich ballern. Sieht aus wie so eine Pflaume. Eine Pflaume mit einem Ironman-Shooter an der Hand. Ja, das klingt gut. Also, man kennt es ja auch eigentlich von so Tower-Defense-Spielen, dass man sein Ziel einbauen muss. Und jetzt frage ich mich, wenn ich den einbaue, kommen die dann alle nur von einer Seite? Das wäre natürlich oberpraktisch. Sollte vielleicht auch mal
mein Terrain nutzen. Wie wär's damit? So, dann kommen die nur von unten. Wir packen hier trotzdem mal ein paar Dinger hin, die mit uns schießen. So, da, da. Let's go. Und dann noch ein paar Freezing. Oh, Freezing Aura. Dann werden die langsamer, sagst du. Und noch ein paar Traps dazwischen, dass sie da schön rüberlaufen müssen. Und ich habe kein Geld mehr. So, also wenn das jetzt nicht langt, dann weiß ich auch nicht. Und ich fände es richtig blöd, wenn die jetzt einen anderen Weg gehen. Bam, bam. Ich weiß gar nicht, was meine Fähigkeiten sind mit dem Typen. Aber, oh. Ah, okay. Also wir können ganz normal angreifen mit so einem Eisding. Wieso kommen die da oben durch? Das ist jetzt aber uncool. Aber funktioniert soweit schon mal ganz gut. Erste Mini-Welle schon mal besiegt. Okay, wir können uns selber einfrieren. Warte, wir frieren uns mal selber ein. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, aber mach dafür viel mehr Damage. Cool. Und ich glaube, meine rechte Fähigkeit ist, dass ich so komisch explodiere. Das macht meine 3. Hallo? Teleport to the given location. Reduces damage taken. Ja, also wir sind so eine Art Tank, der aber auch in die Ferne schießen kann. Und wir können die Leute irgendwie einfrieren. Okay, das ist sehr interessant. Aber ich habe fast die Vermutung... Wieso kommen die denn hier alle durch? Dass ich trotzdem zu schwach bin, weil ich halt alleine bin. Es ist so ein Scheiß. Solange die meine komischen Türme nicht kaputt machen, geht das eigentlich ganz fit. Oh, ich weiß nicht. Ich habe früher richtig häufig auch Warcraft 3 gespielt. Da gab es ja auch immer so Tower Defense Spiele. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das habe ich immer mit Freunden gespielt und dann schön zu Nightcore Linkin Park Musik die ganzen Gegner vernichtet. Da war das auch schön abzusehen, wo die Gegner langlaufen. Aber hier laufen die irgendwie überall lang und machen auch meine ganzen Sachen kaputt. Das ist nicht so cool. Da konnte man dann so immer so schöne Wege bauen. Oh Mann, lass doch mal mein Harvester in Ruhe. Oh, aber ich glaube, das könnte sogar was werden. Wir können die mal einfrieren. Das ist mega gut. Wenn diese Welle noch kurz kaputt ist. Ich glaube, wir kriegen die erste Welle mal hin, Leute. Leute, ich glaube, so weit war ich noch nie, dass ich die allererste Welle kaputt gemacht habe. Kann ich mich bitte wieder bewegen? Ich will meine Ulti nicht mehr. Den noch. Und dann haben wir, glaube ich, die allererste Welle sogar geschafft. Komm, wir teleportieren uns zu ihm. Macht er einfach gar nichts. Ab, ab. So, cool. Wir haben die erste Welle geschafft. Das ist ja mal neu. So, dann lass mal alles reparieren. Hm, wir brauchen auf jeden Fall hier oben eine neue Schutzschicht. Naja, wie da? Da kommt ihr wahrscheinlich trotzdem durch, ne? So, okay. Wir müssen eine richtig gute Basis bauen. So, das war aber eigentlich ganz cool mit diesen Ice-Traps und so, ne? Dass die da rüberlaufen und dann kriegen ja dann, glaube ich, auch Damage. Vielleicht noch sowas und noch ein paar Dinger, die schießen können. Okay, finde ich gut. Und wir können noch irgendwas verbessern. Wir könnten den hier stärker machen. Stärker machen? Ja, komm, wir machen alles stärker. Okay, klingt doch ganz gut. Können wir noch irgendwas bauen? Irgendwas Kleines vielleicht? Nee. Also zumindest nichts, was uns so richtig hilft. Guck mal, die laufen trotzdem da oben lang. Was ist denn mit... Hä? Ist er da rübergehüpft? Hä, die gehen einfach durch. Das ist uncool. Lass das. Irgendwie, warte, da oben muss immer noch irgendwas hin. So, jetzt kommen die da bitte nicht mehr durch. Jetzt kommen schon Level 2er Gegner an. Ich fasse es nicht. Aber den Typen finde ich schon mal sehr viel cooler als den wir eben hatten. Diese Turn up. Oder ich habe einfach besser gebaut. Das... Ich bin gestorben. Das war auf jeden Fall besser gebaut. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob ich sterbe oder nicht. Also es ist auf jeden Fall herausfordernd, wenn man es alleine spielt. So viel kann man schon mal sagen. Okay, also ich war jetzt nochmal 3 Minuten hier, 3,5 Minuten im Quickplay drin. Und unten links steht bei Match 3 Leute. Rotungs, Lackonex und Metalbier. Und die haben irgendeinen Schwachsinn geschrieben. Dippy Tour und Dippy Mieke und Asta. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich sehe sie halt jetzt nicht in meinem Spiel hier drin. Aber wir starten einfach mal und hoffen, dass wir dann vielleicht... 3 Leute hier haben. Wir spielen heute mal Mai Zelle. Die kennen wir noch nicht. Let's go, weil Frostea ist sowieso langweilig. Sieht aus wie so ein Maismensch. Oh, wait, ich sehe die anderen Leute nicht. Ja, hä? Wo sind die denn dann? Okay, das ist ja komplett bescheuert. Wieso wurden die mir dann angezeigt im Match? Na gut, was kann denn mein Typi? Wir haben auf jeden Fall wieder diese komischen Poison-Auras und so. Die können wir ja erstmal überall hinbauen. Können dann nochmal ein paar Türme hier einfach hinballern. Hinter die Poison-Dinger. Dann sind sie ein bisschen geschützt und werden nicht sofort angegriffen. Und dann vielleicht noch ein paar Wände davor, dass sie dann erst die Wände angreifen, weil die KI scheint ja nicht die allerschlauste zu sein. Vielleicht greift sie erst die Wände an, selbst wenn die einfach um die Wände rumgehen könnten. Ja, tun sie. Guck mal, wie dumm. Okay, das ist ja mega gut. So, und was kann mein Typ jetzt? Ich kann Mais auf dem Boden legen. Ja, und wie greife ich an? Hallo? Rose Corn on the ground. Bloats Corn. Ah, okay, mit dem Rechtsklick kann ich da Popcorn rausmachen und dann mache ich so einen komischen Strahl. Also ich muss erst mein Mais auf den Boden legen und dann Rechtsklick machen, um Damage zu machen. Das heißt, meine normale Attacke, wo die anderen immer ihre normale Attacke gemacht haben, macht gar nichts, gar kein Damage. Da lege ich einfach nur diesen Mais hin, aber mit der rechten Maustaste kann ich dann so einen Beam rausballern und damit dann quasi AOE-Schaden machen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Oh, warte.
habe jetzt noch meine Ulti eingesetzt. Und habe, glaube ich, alles damit geheilt. Habe ich meine Türme alle geheilt? Wenn wir dann die ganze Zeit unsere Tower heilen können, dann würde ich das einfach zentriert irgendwo alles hinbauen. Mich dann in die Mitte ballern. Und dann immer die Türme alle heilen, oder nicht? Dann ab und zu immer noch so einen Laser rausballern und dann ist auch alles cool. Die sind jetzt geschützt irgendwie. Meine, okay, das ist ja richtig krass. Hä? Dann ist das ist einfach ein Damage-Dealer und ein Supporter in einem, der aber alles heil macht. So ein overpowered Heimat-Dinger-Typ. Damage plus Lifesteal, okay, why not? Nämlich alles mit. Und die haben ja die erste Welle geschafft. Ja, Leute. Okay, wir ballern einfach alles voll mit diesen komischen Poison-Dingern. Die sind ja ultra krass. Da oben ist noch eine Flame-Aura, die müssen wir gleich holen. Dann packen wir hier nochmal ein paar mehr von den Wellen hin. Die waren ja eigentlich auch ganz gut. Dann greifen die zumindest an. Ist unser Harvester dann erstmal geschützt. So, wir lassen dann hier rechts noch, oder hier unten allgemein noch ein paar Lücken zwischen, dass sie dann hoffentlich nach unten laufen, statt oben anzugreifen. Und dann würde ich einfach hier unten jetzt einfach alles vollballern. Dann kommen die hoffentlich alle nach unten. Können Sie bitte aufhören, meine Türme anzugreifen? Ich will meine Türme einschleusen. Und dann müssen sie so einen ganz komischen Weg gehen, um überhaupt zu meinem Harvester zu kommen. Ja, guck, jetzt ist das doch schon mehr so wie bei Warcraft 3. Wenn die dann wirklich alle unten langlaufen, wäre das schon gut. Ich baller einfach alles voll, Leute. Ich setze mich da genau dann in die Mitte und heile dann immer alles, je nachdem, wo die Gegner sind. Das sollte doch ganz gut sein. Könnte tatsächlich was werden mit diesem Charakter, wenn ich mir das so anschaue. Nur dieses Mal müssen wir auch darauf achten, dass wir... Oh, wir heilen uns sogar! Mit der Ulti heilen wir uns! Ja, dann sterbe ich ja auch nicht. Hä, wie OP ist denn dieser Charakter? Das ist ja einfach ein Alleskönner-Charakter. Er heilt sich selber, er heilt die Türme, er macht Damage. What the fuck? Okay, viel zu krass. Einfach so ein Malzahar, der aber auch Supporter ist und alles kann. Ach ja, die ganzen League of Legends-Analogien. Aber das hat doch nichts mit MOBA zu tun. MOBA ist doch ein Massive Online... Oder Massive? Vielleicht auch ein Multiplayer. Multiplayer... Oh, die greifen meinen Harvester an. Das ist ja uncool. Multiplayer Online Battle Arena heißt doch MOBA, oder nicht? Also Multiplayer hat dieses Spiel. Man muss es nicht im Solo spielen. Wenn zumindest irgendwann Leute da sind, mit denen man spielen könnte. Oder Freunde hat, mit denen man spielen könnte. Aber es ist kein Battle-Arena-Spiel, oder? Also wenn man hier jetzt gegen andere Spieler spielen würde, dann okay. So habe ich das nämlich auch gedacht, deswegen habe ich dieses Angebot eigentlich nur angenommen, weil es sah so aus, als wenn man halt gegen andere Spieler spielen würde. Das gab es ja damals auch schon bei Warcraft 3, dass dann jeder seine eigene Basis hat und man dann immer seine eigenen Monster rausschicken konnte zum Gegner. Wenn man halt Geld gefarmt hat, dadurch hat der Gegner dann Geld bekommen. Und dadurch konnte man sich dann Monster kaufen, die der Gegner dann aufhalten musste, damit der halt wieder Geld bekommen konnte, dann auf dich wieder seine Monster rausschicken. Und so dachte ich, wäre das hier jetzt auch, dass das so ein bisschen strategisch ist. Aber das hier ist ja wirklich eigentlich tatsächlich nur Tower Defense und du hast halt noch deine Person, mit der du, oder dein Held, mit der du Sachen machen kannst. Aber das Einzige, was irgendwie MOBA ähnlich ist, ist halt nur, dass du halt einen Held hast, der auch Fähigkeiten hat. So, aber guck mal, wir haben die zweite Wave einfach hier kaputt gemacht, während ich hier rumgelabert habe. Ich würde halt irgendwie trotzdem versuchen, dass sie hier unten langlaufen. Jetzt laufen die da irgendwo links lang. Aber die sind halt auch von mir abgelenkt, wenn ich in der Nähe bin, gell? Au, au, okay, ich krieg richtig auf die Fresse. Kannst du mir bitte aufhören? Ich muss hier in die Mitte und meine Leute schützen. Ich bleibe einfach die ganze Zeit jetzt hier. Mir egal. Dann laufe ich halt draußen rum, wenn da Gegner sind. Aber da reingehen sollten die ja nicht. Oh nein, die kommen da durch. Nein, und ich komme selber nicht durch. Wartet. Kommt da mein Strahl? Oh, mein Strahl kommt da aber sogar hin. Das ist gut. Das ist gut. Also ich kann so fast über ein Viertel der Map kann ich rüberballern, aber zu zweit könnte man sich halt die Map aufteilen auf zwei Gebiete, nicht wahr? Das eine hat die linke Seite verteidigt, der andere die rechte Seite. Und ich habe auch schon bei anderen gesehen im Video, dass man dann tatsächlich auch die doppelte Menge hat, die man bauen kann. Und das ist dann natürlich richtig OP. Wenn du einfach zu zweit bist, ist das Spiel doppelt so einfach. Ach man. Also was kann ich denn sonst noch sagen zu dem Spiel? Ich finde es cool, dass es hier so... Flame-Dinger gibt, das wir gerade aufgesammelt haben. Und allgemein, das Spielprinzip ist natürlich auch witzig, so Tower Defense. Ich fände es besser, wenn man tatsächlich so einen richtigen Weg bauen könnte, wie bei Warcraft 3, dass man tatsächlich weiß, wo die Gegner langlaufen, weil hier ist das doch schon alles sehr random. Ich spiele jetzt auch ziemlich random, aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Und vielleicht, dass man im Solo... Oh, da hat schon drei Sterne! Dass man im Solo-Modus, dass da die Gegner dann auch schwächer sind. Es ist also halt stärker, wenn man zu mehr Leuten ist. Aber mir kommt das gerade noch so vor. Klar, es ist noch eine Alpha, also es ist auch sehr früh in der Entwicklungsphase. Aber mir kommt es gerade so vor, als wenn die Schwierigkeitsgrad einfach immer derselbe ist und dann nicht geschaut wird, wie viele Personen sind denn jetzt eigentlich da. Kann ganz cool sein für Leute, die die Herausforderung mögen. So, ich baller hier jetzt einfach alles voll, let's go.
aber vielleicht auch frustrierend. Ist gerade schon so ein kleines Wunder, dass ich alleine bis Welle 4 gekommen bin. Aber ich glaube, mein Charakter ist halt auch einfach OP. So, wir haben jetzt hier unten auch überall diese komischen Traps hingebaut. Ja, jetzt sollen die mal kommen. Wenn die hier über meine Traps rüberlaufen, werden die einfach aufgespießt. Ich spieße euch alle auf. Also eigentlich, mein einziger Schwachpunkt ist jetzt hier oben. Lass mal alles reparieren, was geht. Dann haben wir noch eine Flame Hour. Die nehmen wir natürlich mit. Let's go. Reparieren, reparieren. Und hier oben erstmal alles wegballern. Ach, guck mal, da oben ist sogar das Portal. Also man sieht sogar, wo die rauskommen. Dann könnte man da eventuell campen. Mining Rig Under Attack. Nein, die sind schon da. Ich habe doch unten so viele Fallen hingestellt. Ich dachte, da kommen die niemals durch. Ja, werden auf jeden Fall schon ganz gut aufgehalten. Aber kommen leider trotzdem durch. Vielleicht sollten wir hier Sachen... Oh, der hat meine Falle kaputt gemacht, der Arsch. Sachen heilen. Alles wieder voll. Dann bleibe ich halt einfach die ganze Zeit hier in meinem komischen Fallenparadies stehen. Also wenn die jetzt von oben angreifen und da alles kaputt machen, dann bin ich halt mega am Arsch. Kann ich gar nichts machen. Oh Gott. Hä? Da ist ein Pfeil, aber warum? Ja, oben greifen die an, I know. Aber die werden ja wohl hier irgendwie runterlaufen. Oh, kann ich da nochmal eine neue Wand hinbauen? Die sollen meine Sachen alle in Ruhe lassen. Und der läuft einfach durch. Ist ihm scheißegal, dass er die ganze Zeit aufgeschlitzt wird von unten. Aufgepeilt. Ich frage mich ja, ob ich meinen Harvester auch heil machen kann. Wenn ich hier so eine Heilungsfähigkeit mache? Ich glaube nicht. Okay, schade. Das wär auch viel zu OP gewesen. Aber ich fände es eigentlich noch cooler, wenn der Harvester nicht jede Runde dir neue Sachen gibt, sondern permanent, so mit Zeit. Und wenn du dann auf Zeit spielst, dann hast du mehr Ressourcen, dann kannst du mehr bauen. Na, weiß ich nicht. Ist ein ganz anderes Spielprinzip quasi, ne? Also weiß ich nicht. Ist schon okay, wie die es gemacht haben. Aber meine Tower Defense Spiele begrenzen sich wirklich so auf Warcraft 3 und Bloons tatsächlich. Oh, Bloons muss ich auch mal wieder spielen. Ich habe da so viele Stunden drin und nur so wenig Videos gemacht. Eigentlich eine Vergeudung. Achso, wir sind hier schon in Welle 4 oder 5? War das gerade Welle 4? 4 oder 5? Wenn wir jetzt schon in Welle 5 sind, wäre ja ultra krass. Wir können auf jeden Fall überall neue Sachen hinbauen. Aber meine Map ist ja jetzt schon sowas von voll. Ich glaube, ich baue mir hier mal so eine kleine Festung und packe da dann einfach so Schussdinger rein. Guck mal, das sind ja einfach Neandertaler. Die haben ja einfach nur... Wieso passt mein Teil jetzt nicht mehr rein? Hä, ich habe doch genug. Ah, ich habe 1995 von 2000. Ich habe zwar noch Materialien, um Sachen zu bauen, aber ich habe keinen Platz mehr, um Sachen zu bauen. Also es müsste irgendwas kaputt gehen, damit ich wieder was bauen kann, I guess. Aber ich werde hier nichts kaputt machen lassen. Wir sind übrigens schon in Welle 5 von 5. Mega gut. Also wenn wir jetzt gewinnen, dann habe ich das einfach alleine gewonnen. Ich bin gespannt, ob es noch einen Boss geben wird. Ich frage mich gerade, warum die ganze Zeit nur Level 1er kommen hier. Die haben ja alle nur so einen Stern. Ist ja nicht so krass. Oh, okay, da links sind Level 2er. Um die müssen wir uns vielleicht gleich mal kümmern. Aber ich habe ein bisschen Angst um meine Fallen. Wenn die meine Fallen kaputt machen, bin ich nämlich nicht mehr so cool. Aber meine Idee hier mit den eingebauten Dingern da funktioniert. Aber die greifen nicht an, ne? Hä, wieso greifen die nicht an? Können die da nicht durchschießen? Können meine eigenen Türme da nicht durchschießen, weil sie geblockt sind? Darauf hätte ich vielleicht mal am Anfang achten sollen. Und da kommt der Boss. Okay, wo ist er? Okay, da ist er, der Boss. Hä? Der hat ja alles oben rechts kaputt gemacht. Okay, wir müssen alles heilen. Der macht da alles One-Hit? Nee, okay, er braucht... Aber der, guck mal, der macht AOE-Damage. Und ballert alles Two-Hit weg. Aber ich glaube, jetzt ist nur noch er da, oder? Wenn jetzt keine Gegner mehr kommen, dann können wir uns schön auf den Boss konzentrieren. Aber der hat noch kaum Leben verloren. Und ich mache hier noch gar keinen Damage. Wir müssen hier irgendwie reinlocken, dass er über... Okay, das... Nee. Alter, wie schnell machst du denn meine Sachen kaputt? Ach komm, ihr könnt doch jetzt nicht so einen Boss hier reinballern. Der alles kaputt macht instant. Oh Gott, okay, wenn der an meinem Harvester dran ist, der macht den ja 2- oder 3-Hit. Wir müssen ja alles Mögliche hinbauen und alles wieder heil machen. Sag mir jetzt nicht, da oben kommt was Neues. Da ist eine Health Potion, die können wir uns holen. Wir können uns natürlich auch selber heilen. Ich komme halt nicht hin. Ja, genau, an ihm vorbei. Wie viel Damage macht der? Wir müssen alles heilen. Also ohne Heilfähigkeit bist du ja mega am Arsch. Ich hätte vielleicht doch meine Sachen verbessern sollen. Jetzt machen wir aber gerade ganz viel Damage. Ist das meine Ulti, die so viel Damage macht? Hey, guck mal, der drained ja richtig. Okay, könnte was werden. Warum haben wir jetzt so viel Damage am Ende gemacht? Ich hab's einfach alleine geschafft. Mit Maiselle. Maiselle, Leute. Und ich krieg hier geile Orbs. Die kriegt man nämlich nur, wenn man gewinnt. Habe ich schon rausgefunden. Dann kann man Remove Orb. Toll. Dann kann man Remove. Aber nur so scheiß Orbs. Das ist nicht so cool. Und richtig viele XP. Also wenn du 2 Matches gewinnst alleine, dann bist du auf jeden Fall Level 2. Also die Maiszelle ist auf jeden Fall richtig krass. Also cool aussehen tut er. Vom Spiel-Gameplay her ist es okay.
Ihr habt ja gehört, was ich vielleicht nicht so cool finde an diesem Spiel. Und von diesem Crafting-System. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das länger spielt, dass es dann auch krasser wird. Und wenn man das mit anderen Leuten zusammenspielt, macht das wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ich habe jetzt hier leider nur ganz blöde Orbs bekommen. Hier Reroll, damit könnte man, glaube ich, dann die Sachen, die man bekommt mit so einer Ad-Common-Orb. Ach, hier steht das auch. Man kann Aura-Range bekommen, Barrier-Health, bla bla bla, dass sein Champion dann immer stärker wird. Also kann man seinen Champion dann mehr oder weniger permanent aufleveln, dass man dann im Spiel stärker ist. Und mit Remove, Reroll und sowas kannst du halt die Modifier, die da drinne sind, dann rerollen. Bringt mir jetzt nichts. Ich habe davon 3 Stück, toll. Ich kann 3-mal rerollen, aber ich habe gar nichts, was mir irgendwas dazu gibt. Müsste ich also nochmal gewinnen, damit ich da irgendwas Cooles kriege. Ich habe doch gesehen, dass die irgendwie eine Seite haben, wo man dann selber eine Art von genau diesem Spiel machen kann. Also so ein bisschen baukastenmäßig. Okay, hier, guck, es gibt so bei Lifehouse Games auf der Seite, kann man sich erstmal einen Gamertag machen. Ah, guck, und das sieht hier auch so aus. Dann kann man seine eigene Welt zumindest machen, wo der Harvester steht, wie die Bäume und sowas stehen, damit die Gegner da nicht durchkommen. Oh, da kann man dann natürlich schon machen, dass die Gegner genau einen Weg lang gehen sollen und dass sie vielleicht auch immer nur aus einem Portal rauskommen können. Kann ich mir vorstellen, dass das dann witziger ist, in diesem Editor, sich da seine eigenen Welten zu bauen, als das, was die Entwickler da jetzt gemacht haben. Ja, dann kannst du dir ein eigenes Spiel machen. Ich habe auch schon gesehen, man kann das dann auch selber verkaufen und sowas. Also ganz komisch, das kommt hier jetzt in Q3 2023. Also könnte auch noch interessant werden. Klingt halt alles so, als wenn das so ein Spielegenerator wäre. So ein bisschen wie beim Game RPG Maker oder wie der heißt. Komisch, aber auch interessant, eventuell. Aber ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen mit Spark Defense. Ist jetzt nicht das beste Spiel. Wie gesagt, Multiplayer macht wahrscheinlich mehr Spaß. Wirkt schon ziemlich rough alles. Und ist, wenn man alleine spielt, jetzt auch nicht so super einfach, muss ich sagen. Außer man hat jetzt diesen Mais-OP-Champion und kann dann einfach alles voll spammen und keine Ahnung, das war, glaube ich, auch mehr Glück als Verstand. Und so sollten Spiele, glaube ich, nicht sein, dass das mehr Glück als Verstand ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit diesem Editor später noch irgendwie witziger wird. Ja, auf jeden Fall danke an Lifeforcecapes, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Ich hoffe, ihr lasst das zu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.